In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch innerhalb von 5 Minuten auf allen 5M-Servern entbannen könnt. Es geht ganz easy. Es gibt ein paar Schritte. Der erste Schritt ist Windows-Taste plus R gedrückt halten und dann %appdata % eingeben auf OK. Und dann müsst ihr zwei Ordner löschen. Die findet ihr einmal auf AppData und dann auf Roaming. Und dann müsst ihr den Citizen VFX Ordner löschen. Da klickt ihr einmal drauf, löschen. Und dann geht ihr nochmal auf AppData, auf Local. Und dann den Digital Ordner löschen. Diesen Ordner hier löschen. Den löscht ihr auch. Dann könnt ihr das schon wieder schließen. Das nächste, was ihr macht, ist, ihr installiert euch den Revo Uninstaller. Den habe ich hier schon installiert. Da ist er. Und dann scrollt ihr hier ein bisschen nach unten, bis ihr 5M seht. Ihr klickt rechtsklick drauf, Anwendung deinstallieren, weiter. Dann deinstalliert ihr erstmal 5M. Und dann müsst ihr, ganz wichtig, Leute, hier auf Intensiv klicken. Das ist sehr wichtig. Und dann klickt ihr auf alle markieren, löschen, nochmal alle markieren, löschen. Und dann ist das Ganze fertig. 5M ist jetzt erfolgreich deinstalliert. Das nächste, was ihr macht, ist Suche bei Windows. Und dann müsst ihr da Konto eingeben. Eigenes Konto verwalten. Und dann werdet ihr euer Konto zu einem Local-Konto machen. Das macht ihr, damit ihr die ganzen Xbox-Apps deaktiviert. Weil wenn ihr die ganzen Xbox-Apps nicht deaktiviert habt, dann ist Xbox, also Microsoft, noch eine zusätzliche Bankquelle, die wir natürlich aufschließen wollen. Denn wir haben insgesamt drei Bankquellen, wovon wir ausgehen können. Einmal ist das Rockstar, Steam und Discord. Und wir wollen so wenige Bankquellen wie möglich haben. Deshalb werden wir jetzt auch, wie ihr schon gehört habt, mit drei Bankquellen, wir brauchen drei neue Accounts. Und zwar brauchen wir einen neuen Discord-Account, einen neuen Steam-Account und es ist nicht immer nötig, aber wenn ihr einen Account habt, der richtig broke ist und überall gebannt ist, dann benötigt ihr auf jeden Fall noch einen Rockstar Games-Account mit einem neuen GTA-Key, die es ungefähr für 7 Euro zu erwerben gibt online. Also ich rate euch auf jeden Fall einfach hier auf Google zu gehen und dann hier einfach hier 10 Minutes Mail. Dann klickt ihr hier deinminutemail.de. Hier ist es. Das ist ganz easy, Jungs. Und dann macht ihr euch damit einfach einen neuen Steam- und Discord-Account und noch einen Rockstar-Account. Und dann verifiziert ihr das Ganze auch schon hier direkt. Das ist ganz easy. Nachdem ihr das gemacht habt, ist es nochmal ganz wichtig, natürlich alle Xbox-Apps zu löschen. Das habe ich schon gemacht, aber ich zeige euch jetzt nochmal einmal, welche Xbox-Apps es gibt. Und wenn ihr noch Fragen habt oder wenn es bei euch nicht geklappt hat, das ist kein Problem, Jungs. Einfach unten in der ersten Videobeschreibung. Ich helfe euch gerne. Kommt auf meinem Discord-Server, schreibt mich an. Ich helfe euch dabei sehr gerne. Ihr gebt hier erstmal auf der Taskleiste Xbox ein und dann, wenn ihr diese Apps habt auf eurem Computer, deinstalliert ihr sie bitte. Hier zum Beispiel die Xbox-App, die muss deinstalliert werden. Das ist eine ganz große Gefahr. Noch eine zusätzliche Bankquelle. Und dann natürlich die Xbox Game Bar kann drauf bleiben. Die ist okay. Aber Jungs, dann gibt es noch so Probleme wie, wenn wir jetzt zum Beispiel hier, obwohl ich jetzt alle Xbox-Apps theoretisch deinstalliert habe, sind da immer noch Xbox-Sachen. Und zwar die Xbox Game Bar, wie wir schon sagen, die ist ganz okay. Aber die kann man halt nicht deinstallieren. Da gibt es aber einen Trick. Ihr klickt hier auf erweiterte Optionen und dann ist bei euch die Kamera, Mikrofon und Hintergrund-Apps sind bei euch alle an. Was ihr jetzt macht, ist einfach alles ausschalten und dann die App zurücksetzen. Nachdem ihr das gemacht habt, ist dieses Problem auch schon vorbei und ihr könnt das schließen, das Ganze. Jetzt ist nur noch der letzte Schritt da, dem ihr euch einen neuen Steam-Account gemacht habt und einen Discord-Account und wenn und für eine bessere Entbannungsquote natürlich einen Rockstar Games-Account nochmal neu gekauft habt, könnt ihr jetzt endlich wieder 5M installieren. Dann wartet ihr einfach und wie gesagt, Leute, ich lade euch gerne zu meinem Discord ein. Wenn irgendetwas bei euch nicht geklappt hat, dann kommt gerne auf meinem Discord. Ich helfe wirklich gerne dabei. Der Trick ist aber eigentlich einwandfrei. Der funktioniert ungefähr bis zu 70-80% auf vielen Servern, zum Beispiel auf Avanta, da habe ich das schon bestimmt dreimal gemacht. Also das hat mir schon echt geholfen bei meinen Videos zum Beispiel. So, jetzt 5M installiert. So, und jetzt kommt ihr natürlich zum Screen, wo ihr euren Account registrieren müsst. Wie gesagt, Jungs, wenn ihr jetzt einen neuen Rockstar Games Account habt, dann an dieser Stelle den neuen Rockstar Games Account nehmen. Und wenn ihr den alten noch habt, dann halt euren alten einfach eingeben. Ich gebe jetzt einmal meine Daten ein. Aber wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, ein Rockstar Games Account, der neu ist, mit einem neuen GTA-Key, ist auf mehreren Servern entbannt. Das schon mal vorneweg. Nachdem ihr 5M neu installiert habt und euch auf Discord mit dem neuen Account angemeldet habt und auf Steam mit eurem neuen Account angemeldet habt, wird euch automatisch Discord eine Benachrichtigung geben. Und zwar wird da stehen, möchten Sie 5M autorisieren. Und da drückt ihr einfach auf Autorisieren und dann auf Einstellungen. Dann werdet ihr sehen, ich habe zum Beispiel hier mein
meinen normalen Discord-Account und meinen neuen Steam-Account, den ich per Mint-Mail erstellt habe. Zum besten Fall mit einem neuen Rockstar Games-Account, mit einem neuen Discord-Account und mit einem neuen Steam-Account seid ihr bis zu 70% oder 80% auf jeden 5M-Server entbannt. Und ja, das ist der Trick, Jungs. Wie gesagt, ich biete euch an, wenn es nicht geklappt hat, kommt auf meinem Server. Ich helfe euch dabei gerne. Und ja, haut rein.